Hallo, Kelly aka Mrs. Vlog hier. Und ich bin in letzter Zeit ein bisschen in der Vergangenheit geschwelgt, zurück in den Kindheitstagen, wo man noch sorglos war und nur Spaß hatte. Und man erinnert sich dann immer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man bekommt immer so Flashbacks. Und mir sind lauter Serien, Filme und Shows ins Gehirn geploppt und ich dachte mir so, what? Da habe ich ewig nicht mehr drüber nachgedacht. Und es ist einfach ein schönes Gefühl. Und dann sieht man sich die Sendungen als Erwachsener nochmal an und denkt sich so, what the fuck? Ich meine, was? Waren die Leute, die das geschrieben und animiert haben, auf Drogen oder so? Als Kind denkt man da nicht so drüber nach, aber wow. Deswegen habe ich euch mal ein paar Kindershows, Kinderfilme zusammengesucht und wir reden ein bisschen drüber, was da alles so komisch ist. Und ich bin mir sicher, viele davon, wenn nicht alle, werdet ihr kennen. Die meisten sind so aus den 90s und den frühen 2000ern. Dürft ihr also so ungefähr die Leute berühren, die das hier gucken. Und wenn ihr älter oder jünger seid, zieht es euch rein, ey. Das ist einfach... Es gibt heutzutage nicht mehr so geile Kindershows wie damals. Was auch immer, wir fangen an mit den Kindershows aus dem Fernsehen. Kommt mit auf die Zeitreise. Die erste Disney-Serie wird wahrscheinlich jeder von euch kennen, weil sie jeder mindestens einmal irgendwo gesehen hat. Die Gummibärenbande. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Wir können alle den Song noch auswendig. Aber ganz ehrlich, die mit ihrem Zaubertrank, der sie plötzlich ganz hyperaktiv macht und hüpfen lässt, ich meine... Alkohol! Ich meine, es wäre schön, wenn Alkohol Menschen Superkräfte geben würde, mit denen sie für das Gute kämpfen würden. Kämpfen Gummibären eigentlich fürs Gute? Eigentlich verteidigen sie ja die ganze Zeit nur ihren Gummibärsaft, oder? Lasst euch verzaubern von ihrem Geheimnis. Der Saft bringt die Kraft, das Abenteuer lacht. Eindeutig Alkohol. Eine meiner absoluten Lieblingsserien neben Aladdin waren die Dinos. Die Dinos waren so geil. Das war quasi irgendwie so eine Sitcom über eine Familie, nur dass es Dino-Puppen waren. Und als Earl, der Vater, von seinem Job als Baumschubser nach Hause gekommen ist, hat er immer geschrien, bin da, wer noch? Und ich habe das immer mitgeschrien. Aber ich weiß überhaupt nicht mehr, um was es da ging. Ich glaube, es ging einfach irgendwie nur um irgendeinen Scheiß schon wieder. Ich weiß nur noch, dass dieses kleine rosane Baby sich geweigert hat, Papa zu sagen und stattdessen immer nicht die Mama gesagt hat und mit einer Pfanne auf den Kopf vom Vater gehauen hat. Nicht die Mama, nicht die Mama, nicht die Mama. Wer denkt sich denn sowas aus? Aber sie war so genial und ich guck's heute immer noch gerne. Weiter geht's mit CatDog. Abgefuckt. Ein Hund und eine Katze. Verbunden. Ich meine, die Message ist schon einigermaßen klar. Egal, was für ein Kontrast man ist, man kann trotzdem irgendwie zusammenarbeiten und sich verstehen. Aber was passiert, wenn der eine von denen mal Kacker machen muss? Und CatDog an sich ist, wenn man sich's mal genau überlegt, sau creepy. Und wieso? Wieso? Das ist einfach schon ein bisschen krank. Aber es hat trotzdem wahnsinnig Spaß gemacht, das zu gucken. Natürlich, die haben sich die ganze Zeit gestritten. Und dieses Country-Intro war halt super geil und hatte gar nichts mit der Handlung oder dem Ort, an dem es spielt, zu tun. Jetzt kommen wir zu einem absoluten Knaller. Die Tex Avery Show. Ich hatte diese Show ganz vergessen. Und dann sah ich auf YouTube so ein kleines Fensterchen und dachte mir, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann kam dieses Intro. Und ich hatte einen Flashback meines Lebens. Zuerst war ich glücklich und dann war ich ganz schön verstört. Denn schon das Intro ist so abgefuckt crazy, dass du dir denkst, auf welchen Drogen waren die Leute, die sich das ausgedacht haben. Und zwar ernsthaft. Ich meine, was machen die da? Was soll das? Das ist eine Show, die besteht aus mehreren verschiedenen kleinen Serien, die immer so hintereinander kommen. Und meine Lieblingsserie aus der Tex Avery Show war die fette, reiche Frau, die die Fliege gejagt hat. Die hatte dann immer so eine Fliegenklatsche und damit hat sie so eine Mini-Fliege durch ihr riesiges Haus gejagt und hatte mal geschrien, mach die Biege, Fliege! Und sie hatte eine rosa Unterhose und einen ziemlich großen Arsch. Das habe ich noch in Erinnerung. Aber versteht ihr, was ich meine? Wieso? Wieso? Wie kommt man da drauf? Und irgendwie immer, wenn ich an die Biegefliege denke, fällt mir Oggi und die Kakerlaken ein. Oggi und die Kakerlaken. Das sind Kakerlaken, die haben zwei Katzen oder einem Hund und einer Katze das Leben schwer gemacht. Weil Kakerlaken halt scheiße sind. Ich verstehe schon. Aber irgendwie, wenn man sich das so anguckt, denkt man sich so, hä, okay, was habe ich mir da reingezogen? Eine weitere Sache, wo ich mir gedacht habe, boah, geil!
immer noch. Und jetzt haltet euch fest, der Super Toy Club. Oh mein Gott! Es kann sein, dass ich da falsch informiert bin, aber ich habe das Gefühl, es gibt gar nicht mehr diese Kinder-Games-Sendungen. Das war quasi eine Sendung, wo eine Gruppe Mädchen gegen eine Gruppe Jungs angetreten ist. In so verschiedenen Spielen. Und das letzte Spiel war immer, auf diesen Schaltflächen zu hüpfen und die Farben nachzustellen, die man gezeigt bekommen hat. Und ich dachte mir immer, was für ein Brain haben diese Kinder? Ich könnte mir das nie merken. Und das Ende war das Geilste. Die Gruppe, die nämlich gewonnen hat, durfte in so einem Spieleladen oder so ein Toys R Us oder was das war, Einkaufswegen voll mit Spielsachen machen. Und dazwischen müssten die immer so Aufgaben erfüllen. Und wenn sie das alles in 3 Minuten 30 geschafft haben, die ganzen Aufgaben zu machen, durften die alle Spielsachen in den Körben behalten. What? Das fände ich jetzt noch geil. Ich will da mitmachen. Fernsehen, bring eine erwachsene Edition von dieser Show raus. Und nicht mitten im Leben. Einfach geil. Eine weitere Sendung, die nichts mit Cartoons oder Animationen oder sowas zu tun hatte, war Art Attack. Und wir haben es alle geguckt und waren alle verzweifelt. Wir wollten die Sachen nachbasteln, aber eins hat immer gefehlt. Eins konnte man nirgendwo bekommen. Der weiße Bastelkleber. Ich hatte den Shit nie. Und ich konnte deswegen auch nie was machen, weil alles mit diesem scheiß weißen Bastelkleber gemacht worden ist. Oh. Ich habe einiges aus meiner Kindheit noch nicht richtig verarbeitet. Ich will jetzt gar nicht groß über Disney-Filme reden. Ihr wisst alle, ich bin ein Riesenfan von Disney-Filmen. Ich habe dazu auch schon genug Videos gemacht, Links in der Videobeschreibung. Mir geht es eben eher um diese Sachen, an die man sich dann so erinnert und denkt, oh, weil Disney-Filme sind irgendwie immer präsent, weil sie halt Klassiker sind. Einer dieser Filme für mich ist Der Zaubertroll. Ihr müsst wissen, Der Zaubertroll war so ein bisschen so ein kleiner Spasti. Er war unter all den bösen Trollen so ein voll der Liebe dicke Troll mit einem grünen Daumen. Und mit diesem grünen Daumen konnte er natürlich Blumen und Pflanzen wachsen lassen. Und er konnte mit den Pflanzen reden. Wobei ich mir denke, so wie dieser Film für mich als Erwachsene aussieht, hat er diese Pflanzen eher geraucht, als mit ihnen zu reden, ehrlich gesagt. Und ich bin der richtige Stängel. Ich meine Stanley, um sie zu pflanzen. Aber ein sehr, 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 sehr schöner Film und ich habe ihn sehr gemocht. Das war echt schön. Und jetzt kurz noch ein paar aufgezählt, ein paar Serien, die ich super gerne geguckt habe, an die ich mich die letzten Tage erinnert habe. Vielleicht bringen sie ja euch auch schöne Erinnerungen zurück. Immer Ärger mit Newton. Hey Arnold. Doug. Alfred Jodocus Quack. Lizzie McGuire. Ich wollte immer Lizzie McGuire sein. Ich wollte immer ihre Haare haben. Ach, und Angela Anaconda. Waren diese Figuren aus Stein? Ich glaube, sie waren aus Stein. Ich dachte immer, die sind aus Stein, aber dann habe ich nochmal geguckt und die haben einfach nur graue Haut oder so. Schubidubidu-appa, ich heiße Angela und auch du, Nanette Manoir, flüssig mit, ist das klar? Voll geil. Ich hoffe, euch hat meine kleine Zeitreise gefallen und ihr könnt ja einen Daumen hoch geben, wenn ihr diese Serien, Filme auch kennt und alle ganz toll fandet. Und schreibt mir ruhig in die Kommentare, was ihr noch so gerne geguckt habt. Es gibt ja so viele Serien von damals, die einem das Herz aufgehen lassen. Ich würde gerne mit euch noch ein paar entdecken und ansonsten hoffe ich, ihr hattet eine schöne Zeit mit diesem Video und eine schöne Zurückerinnerung und ein gutes Gefühl. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal am Dienstag, am Donnerstag oder am Sonntag. Tschüss, ihr könnt abonnieren, wenn ihr nicht mehr vorbei wollt.